Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zurück in die Zukunft Box von SDP. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zurück in die Zukunft von SDP aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein sehr unübliches Boxformat und wir haben hier auf der Coverseite einmal die beiden Interpreten abgebildet, also Dark und Vince. Hier oben lesen wir SDP zurück in die Zukunft, eben das Wortspiel mit zurück in die Zukunft, in dem Fall Kunst, und darunter Angriff der Riesenohrwürmer. Also ja, ist die Frage, wie das zu verstehen ist, ob das jetzt wirklich die Wesen sind, die da zu bekämpfen sind, oder ob es jetzt wirklich um deren Musik geht, weil ja SDP bekanntlich ziemlich viele Ohrwürmer schon produziert haben. Gut, dann haben wir hier noch weitere Flugzeuge, ja, beziehungsweise Raumschiffe und diverse Charakter. Sieht ein bisschen so nach Star Wars oder Star Trek aus. Wilde Weltraumschlachten sind hier zu sehen. Auf der Oberseite lesen wir SDP Made in the Zukunft in Klammer 2015. Das Album ist 2015 erschienen. Dann haben wir hier auf der anderen Seite ein Sichtfenster. Und zwar sehen wir hier so zwei Plastikfiguren, zwei Actionfiguren. Einmal Dark, einmal Vincent. Auf der rechten Seite haben wir dann noch einen Barcode und Credits. Auf der linken Seite haben wir diverse Hinweise. Und zwar einmal 100% Gluten-Free. Okay. Für Fans von anderen Bands unzugänglich aufbewahren. Achtung, kann Spuren von Ohrwurm enthalten. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema. Wie gesagt, Ohrwürmer. Ungeöffnet, exakt circa 4000 Dings haltbar. Empfohlen von der bekanntesten unbekannten Band des Universums. Gut, unten haben wir weiter nichts. Das Ganze geht dann hier oben auf. Und zwar macht man das dann hier rauf. So. Und dann haben wir hier einmal ein Poster, das hier so eine kleine Trennwand, so ein Büchlein und dann hier die beiden Figuren jeweils separat in so einem Karton verpackt. Auch mal hier rein. Und dann haben wir auch noch eine Space Crew Member Card mit dabei. Schauen wir uns dann auch noch an. So. Machen wir die Box mal wieder zu. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich, das in dem Fall in diesem Büchlein hier sein dürfte. Also auch hier lesen wir wieder SDP zurück in die Zukunft, Angriff der Riesenohrwürmer. Dann haben wir einen FSK 12 Hinweis. Was mich etwas stört, dass dieser mal wieder aufgedruckt ist und das Ganze nicht mit Sticker gelöst wurde. Ja, haut ein bisschen die Optik zusammen, aber ich werde es überleben. Auf der Seite lesen wir auch wieder SDP zurück in die Zukunft. Und auf der Rückseite haben wir dann die Inhaltsangaben, was sich alles in diesem Büchlein befindet. Und das ist echt eine Menge. Und zwar haben wir einmal das Album an sich, und zwar die Standard-CD von Zurück in die Zukunft. Wir haben hier Features dabei von Trailer Park, Frauenarzt und Mad Max. Dann haben wir die Live-CD, also die ganzen Tracks nochmal, also nicht nur die Tracks, sondern auch sehr viele alte Tracks vom Live-Programm. Dann haben wir die Instrumental-CD dieser Tracks hier. Und dann haben wir die Live-DVD, bedeutet ein Konzert von SDP hier aufgezeichnet. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier einmal die ersten beiden CDs. Und zwar haben wir hier einmal Album. Sieht so aus. Und dann haben wir Instrumentals. Diese hier schön in diesem Karton aufbewahrt. Gefällt mir auf jeden Fall besser als diese Plastik-Cases, wo dann
hier an der Seite so zwei Plastikverschlüsse sind, die die CDs drin halten. Das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier das SDP-Logbuch. Willkommen in der Zukunft. Also wir haben hier wirklich umfangreiche Geschichten, was bisher geschah. Dann hier immer so kleine Anekdoten und Fotos, beziehungsweise auch die Infos, wo diese Fotos aufgenommen wurden, wie die entstanden sind, Hintergründe etc. Dann haben wir hier einmal die Steckbriefe der beiden Interpreten, einmal Dark und einmal Vince. Dark Father und Vincent Steinwalker. Dann wieder hier diverse Tracks bzw. Infos zum Album. Also echt, echt jede Menge Inhalt hier zu sehen. Ja, ich werde jetzt nicht alles im Detail durchgehen, aber ihr seht selbst, was hier alles an Text und Infos ist. Jede Menge. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch SDP Edi Ritterin. Also hier kann man natürlich eintragen, wer der Besitzer dieses Logbuchs ist. Dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und hier dann noch die zwei weiteren CDs bzw. DVDs. Und zwar haben wir einmal die Live-CD, die sieht so aus, und dann die Live-DVD, der wir diesen 12er zu verdanken haben. So, machen wir beides wieder rein. Schönes Buch auf jeden Fall, gefällt mir gut, dieses Logbuch. Dann haben wir einmal dabei die SDP Space Crew Member Card. Also hier kann man eintragen Name, Charakterklasse, Fan Level. Und dann haben wir da einen Secret Code. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wofür der zu verwenden ist. Also wenn ihr das wisst, beziehungsweise wenn ihr diesen einlösen könnt, den schenke ich euch, könnt ihr gerne verwenden. Was lesen wir hier? Dieses Dokument weist den Besitzer als Mitglied der legendären intergalaktischen SDP Space Crew aus. Es gelten alle Rechte und Pflichten als Ergänzung zu denen der bunten Republik Deutschpunk. Das Mitglied verteidigt den eisernen Ehren- und Feierkodex dieser exklusiven Streitmacht für die Gerechtigkeit an oder in allen Ecken aller Galaxien. Okay. Dann haben wir mit dabei einmal einen Tourflyer, dieser aus Karton, ziemlich groß gestaltet. Die Tour mittlerweile ja vorbei, war im Jahr 2015. Und auf der Rückseite haben wir ein großes Stück Stoff aufgeklebt und hier lesen wir auch, das ist ein Originalteil vom Bühnenbanner, in Klammer Backdrop, der Bunte Republik Deutschpunk Tour 2014. Jawohl, also es hat der Trailerpark auch bei TP4L, da haben sie so eine kleine Fliese reingemacht von dem Wohnwagen, der die Bühnendeko war, und SDP scheinbar im Jahr 2015 schon vor ihnen mit dieser Idee hier gewesen. Ja, das heißt, jeder hat hier so einen eigenen Stofffetzen in seiner Box. Das ist etwas Persönliches, gefällt mir gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Also wir haben hier unten einmal die ganzen Credits und hier oben dann wieder das Cover mit den beiden Interpreten, SDP, Zurück in die Zukunft, Angriff der Riesenohrwürmer. Schönes Poster, das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese zwei Figuren hier. Diese sind angeblich handbemalt worden. Also wir haben hier einmal Dark und Vince. So sehen die aus und die wurden hier mit so einem Kabelbinder hier hinten befestigt. Der Kabelbinder hier um ihre Hüften festgemacht. Ich werde jetzt dann nicht rausschneiden, weil ich glaube, man kann es auch so ganz gut sehen. Die sind echt schön bemalt, schön detailliert und die kann man sich dann entsprechend als Fan, als Sammler ins Regal stellen. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben beiden gezeigten Actionfiguren, Plastikfiguren.
Dann die Space Crew Member Card. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dieser riesige Tourflyer mit diesem Stück Stoff Bühnendeko. Und natürlich das SDP-Logbuch mit dem Album, mit den Instrumentals, mit der Live-CD und der Live-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box zurück in die Zukunft von SDP. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr SDP unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.